Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch nochmal zwei Bücher vorstellen, die mir besonders gut gefallen haben. Und zwar sind es zwei Bücher einer Reihe und den ersten Band habe ich euch tatsächlich schon vorgestellt, denn es geht um Prince of Persia, Nicholas. Den habe ich euch schon vorgestellt und den wird es in diesem Video auch zum Verlosen geben, denn ich habe mir gedacht, komm, gib den anderen die Chance, dass sie auch endlich diesen Ruck überwinden und die Reihe lesen, weil ich habe sie auch nicht sofort gelesen. Ich war erst so ein bisschen skeptisch, ob es mir wirklich gefallen würde und es hat mir so, so gut gefallen. Und ja, wie gesagt, deswegen möchte ich euch in diesem Video auch die Chance geben, dieses Buch zu gewinnen, also den ersten Band dieser Reihe. Ja, aber dazu kommen wir dann später im Video, denn ich möchte euch jetzt erstmal die anderen beiden Bände vorstellen. Und zwar hatten wir einmal Band 2, Prince of Persia, Henry. Und ja, Henry ist so ein bisschen, sagen wir mal, der missratene Prinz, der immer viel Ärger macht. Den das alles auch nicht wirklich kümmert. Er hat so ein bisschen so eine Scheiß-Egal-Einstellung. Und ja, als seine Großmutter ihn dann wegschickt für eine bestimmte Sache. Ich möchte euch jetzt nicht spoilern, sonst würde ich euch für Band 2, von Band 1 schon spoilern. Entscheidet sich Henry auch hier wieder, ja, ein kleines Desaster draus zu machen und da etwas draus zu machen, was seiner Oma ganz und gar nicht gefallen würde. Die Oma ist hier in dem Falle die Queen, so wie es schon in Band 1 war. Und Henry ist, wie gesagt, der Bruder von Nicholas. Und dort lernt er dann Sarah kennen. Und Sarah ist so ganz anders als die ganzen Frauen, die er kennt. Denn sie ist eher schüchtern, zurückhaltend. Sie liebt Bücher total, das Lesen total. Und ja, es kommt aber trotzdem, dass die beiden, ja, sich anfreunden, sich näher kommen und sich da etwas mehr entwickelt. Und ich muss sagen, ich fand die Geschichte so, so, so toll. Die hat mir wirklich so unglaublich gut gefallen und es war einfach eine richtig schöne, locker, leichte Liebesgeschichte, aber halt so eine richtig tolle, denn beide Charaktere haben natürlich mit ihren ganz privaten Dingen zu kämpfen und dann sind sie eigentlich ziemlich unterschiedlich, aber haben doch schon ziemlich viele Dinge, die sie auch, ja, wo sie sich ähneln und ja, das gilt es dann nacheinander herauszufinden. Und wie gesagt, es war einfach eine wunderschöne Geschichte. Ich mag den Schreibstil richtig gerne. Er ist einfach ist so wirklich richtig locker, leicht. Man kann sich einfach in die Geschichte reinfallen lassen. Man dann lebt richtig mit den Charakteren, man fiebert mit denen mit. Also es ist auch ein Schreibstil, der nimmt einen einfach gefangen. Und das finde ich halt so schön, weil, wie gesagt, man lebt die Geschichte der beiden richtig und empfindet jedes Gefühl nach und kann sich in das meiste wirklich gut reinversetzen. Und ich mochte die Charaktere unglaublich gerne. Ich mochte zum einen Henry, weil er so wild war und ja, immer gegen alle Regeln anzukommen, und das mochte ich. Und ich mochte auch Sarah sehr gerne, weil sie so eine Art an sich hatte, dass sie ihn irgendwie ein bisschen bändigen konnte. Wenn nicht komplett, aber ein bisschen schon. Und das mochte ich so, so gerne. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht zu lesen und hat mir ein total gutes Gefühl gegeben. Wie im ersten Band war ich wieder vollkommen gebannt und wollte die ganze Zeit unbedingt wissen, wie es weiterging. Und die Geschichte ließ sich auch super schnell lesen, weil, wie gesagt, der Schreibstil, der ist einfach so locker leicht. Da flutscht man einfach so durch. Das ist so ein Buch, das fängst du an und kannst eigentlich nicht mehr aufhören. Du musst einfach aufhören, wenn du zur Arbeit musst. Wenn du das nicht musst, dann liest du das Buch in einem Rutsch durch. Und ja, wir lesen hier auch wieder aus beiden Perspektiven, einmal aus Henrys Perspektive und aus Sarahs Perspektive. Da, finde ich, hat man auch noch mal oft gesehen, dass die beiden sich ziemlich unterscheiden, aber in ein paar kleinen Dingen doch gleich denken und irgendwie auch so, so gut zusammenpassen. Ich finde die beiden zusammen zuckersüß und ich fand die einfach so toll. Es war so ein Paar, wo man sich immer denkt, oh, Leute, bitte, jetzt rafft euch auf, ihr müsst das schaffen, ihr müsst zusammenkommen. Und so war das auch hier. Und wie gesagt, für mich ein rundum gelungenes Buch, allgemein die Reihe. Ich glaube, ich würde die wirklich mit 5 Sternen bewerten, weil sie sich einfach so, so gut lesen ließ. Wie gesagt, das war Band 2. Und dann habe ich Band 3 gelesen. Und in Band 3 geht es um Logan. Und Logan ist der Bodyguard dieser Prinzen. Und ja, dafür zuständig, für deren Sicherheit zu sorgen. Nun ist es aber so, dass in Band 1
Logan aufgetragen wird, dass er sich um die kleine Schwester von der Protagonistin aus Band 1 kümmert und ja, quasi auf sie aufpasst und ja, einfach für ihre Sicherheit sorgt. Genau, die kleine Schwester heißt Ellie und ich würde einfach mal behaupten, dass Ellie gar nicht mal so viel dagegen hat, dass ja, Logan jetzt auf sie aufpassen muss, denn er ist natürlich heiß mit seinen Tattoos und seinen Narben und ja, Ellie schwärmt für Logan und ja, ist sich aber ziemlich sicher, dass das überhaupt nicht auf Gegenseitigkeit beruht und ich muss sagen, in diesem Buch war etwas anders, denn es wurde auch wieder aus beiden Perspektiven gelesen, was ich auch sehr, sehr gut fand. Aber die Zeitspanne, es wurde immer sehr weit vorgespult. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, 3 Monate später, dann hat man ein Kapitel gelesen und dann waren es auf einmal wieder 1 Jahr später und so weiter. Ich muss sagen, das hat mich am Anfang ein bisschen verwirrt. Aber das hat der Geschichte überhaupt keinen Abbruch getan. Es war manchmal so ein bisschen, ja, was heißt komisch, aber es war dann schon, man hat halt gelesen und dann auf einmal war es dann so 5 Monate später und man hat zwar grob erfahren, was in diesen 5 Monaten passiert ist, aber es ging jetzt nicht ins Detail. Aber ich muss ehrlich sagen, das hat für mich der Geschichte überhaupt keinen Abbruch getan, denn man konnte sie trotzdem richtig gut lesen und man konnte trotzdem die Gefühlswelten der beiden Charaktere absolut verstehen. Wie gesagt, Ellie ist halt über all die Jahre, in denen das spielt, oder ich sag lieber Monate, ist sie wirklich für Logan am Schwärmen. Und ja, für Logan ist das natürlich, sag ich mal, No-Go. Er merkt es sofort, dass Ellie für ihn schwärmt. Aber er ist natürlich ein erwachsener Mann und Ellie ist nun mal nur sein Job. Und ja, ganz davon abgesehen, könnte er sich natürlich niemals auf sie einlassen, eben weil er ihr Job ist und er diesen niemals aufgeben oder vernachlässigen möchte. Und Leute, ich mochte die Geschichte gerne. Erstens mochte ich die Geschichte gerne, weil es so eine Bodyguard-Geschichte war. Das mag ich sowieso. Ich liebe das, wenn die Männer die Frauen dann beschützen müssen. Und ja, Ellie hat es auch immer ein bisschen drauf angelegt, muss ich ehrlich sagen. Aber ich fand sie toll. Sie ist gerade heraus. Sie ist kein schüchternes Mädchen. Also sie ist schon das Gegenteil von Sarah aus Band 2, würde ich sagen. Wie gesagt, sie sagt alles, was sie denkt. Und ja, Logan ist eher so der ruhige, mürrische Typ, würde ich schon fast sagen. Er ist zwar nicht fies, aber er ist schon in sich gekehrt und auch hier, finde ich, haben die beiden Charaktere sich einfach optimal ergänzt. Die Autorin hat einfach ein Talent dafür, dass die Charaktere ihre Stärken gegenseitig auslotsen und das mochte ich so gerne. Das war einfach so toll, es war so ein Spaß, das zu lesen und auch hier wieder. Wie gesagt, am Anfang hat es mich erst etwas verwirrt mit den Kapiteln, dass es dann immer so ein paar Monate später war, aber hinterher hat es mich dann überhaupt nicht mehr gestört und ich fand es einfach rundum perfekt und es hat mir so gut gefallen und ich muss sagen, ich freue mich so, so doll auf Band 4, denn es wird einen 4. Band geben mit der Vorgeschichte, wo es nämlich um unsere Queen geht, weil hier in diesen Büchern haben wir ja die Queen, das ist ja die Großmutter unserer beiden Prinzen und um diese Queen geht es im Band 4, wie sie sich verliebt hat, was mit ihr alles passiert ist und ich freue mich so sehr, weil ich es einfach so gerne mag, in dieses Universum abzutauchen, es war einfach so toll, auch die ganzen Nebencharaktere, die dann zum Beispiel hier in dem Band wieder aufgetaucht sind aus den anderen beiden Bänden. Die Queen, die immer wieder da war, das war einfach so toll. Und ja, es war einfach so eine Geschichte, die man einfach nur lieb haben muss. Und ja, hier sind die 3 Bücher nochmal. Und wie ich ja am Anfang gesagt habe, möchte ich euch auch dazu bewegen, die Geschichte zu lesen, denn ich fand sie einfach total toll und sie hat mir so gut gefallen und deswegen verlose ich in diesem Video den 1. Band von Prince of Passion, nämlich Nicholas. Und ich verlinke euch dafür auch gerne nochmal die Rezension unten, wo ich ein bisschen mehr über dieses Buch erzähle. Und ja, wie gesagt, das Gewinnspiel ist für meine Abonnenten. Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen möchtet, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr royale Geschichten mögt und wenn ja, was denn eure liebste royale Geschichte ist, denn ich liebe royale Geschichten. Ich mag sie so, so gerne. Ich mag diesen ganzen Flair und alles und alles, was so darum herum spielt. Ich finde das so toll und ja, schreibt mir gerne das in die Kommentare. Wenn ihr noch keine royalen Geschichten gelesen habt, aber ihr trotzdem gerne am Gewinnspiel teilnehmen möchtet, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!